Und ein See. Ist hier noch? Da hinten bist du. Ich glaube, das ist wirklich unsere Wüste. Ja, glaube ich mittlerweile auch. Das sieht ja kacke aus hier. Aber irgendwo muss doch hier ein Dorf sein. Guck mal, wie groß das Ding ist. Ja, und hier ist wieder unsere Landschaft, unsere Schneelandschaft. Na, komm, lauf mir nach Hause. Ja, warte mal, ich bin hier noch über den Fluss und guck mal, hier ist die Wüste. Ist. Ist da hinten ein Brunnen? Oder ist das eine Stadt? Wo bist du denn? Ich bin Richtung nach Hause genau, gelaufen. Ja, es ist nur ein Brunnen. Aber meistens, wo ein Brunnen ist, ist auch meistens in der Nähe ein Dorf. Ich gehe noch ein bisschen weiter rein. Ich bin einfach nur Richtung nach Hause gelaufen. Ja, ich möchte noch ein bisschen weiter rein, also kannst schon mal vorgehen, wenn du möchtest. Weil so weit sind wir ja noch nicht mehr von zu Hause weg. Ja, gut. Aber behalt die Sonne im Auge, ne? Ja. Obwohl, wir können auch an zwei verschiedenen Orten schlafen. Ja. Ja, da hinten sind Kürbisse, die muss ich mir wiederholen. Dann können wir ja gleich schon mal ein bisschen nochmal dekorieren für Halloween. Weißt du, was ich glaube? Hier ist ein Kackstift. Weißt du, was ich glaube? Ich bin gerade in der Nähe von diesem komischen Tunnel, den wir da gegraben haben. Achso, deshalb kann ich nicht mehr rennen. Ich war schon ein bisschen verwirrt. Ich komme auch. Die ist so groß, da muss doch irgendwo ein Dorf sein. Ich will ein Dorf! Oh, jetzt sollten wir uns aber beeilen. Ja, ich renne schon. Durch die Schneelandschaft. Hätten wir jetzt mal ein Pferd? Was hätten wir? Ein Pferd. Ja, ich weiß nicht, ob die schneller sind. Eigentlich schon ein bisschen. Doch, minimal. Aber schneller. Ja, aber die sind auch alle unterschiedlich schnell, so wie ich es letztens gelesen habe. Ja? Ja, also du kannst verschiedene Werte, also die Pferde, die haben halt unterschiedliche zufällige Werte. Die können auch unterschiedlich hoch springen. Ah, cool. Und ach, deshalb hatte ich wahrscheinlich bei dem... Hier, ja. Du hast ja an der Seite so komische braune Herzen, ne? Ja. Weil wenn du auf dem Pferd genau, sitzt die haben auch unterschiedliche Lebensenergie. Genau, bei mir war bei dem hier nämlich, bei dem einen Pferd, war das so hoch. Ja, bei einem hatte ich so anderthalb Leisten, bei den anderen hatte ich nur einen. Ja, ich hatte nämlich auch anderthalb Leiste bei dem grauen. Ich sehe unser Haus. Oh ne, da sind so viele Spinnen, da will ich nicht lang. Oh, es ist so hübsch. Aber ich muss hier noch Glas reinmachen. Hier so über die Tür, so wieder hinten an der anderen Seite. Ja, yeah, Lieblingsbeschäftigung. Ich steck mich hoch. Und dann? Können mich alle mal am Arsch lecken. So, ich stell mein Bett jetzt erstmal da oben mit in das Zimmer. Hallo, schönes Haus. Ich will hier noch einen Kleiderschrank reinbauen. Habe ich echt... Boah, ich habe ein Stack Fleisch schon wieder. Ach du Scheiße. Was denn? Ach, das ist nur sehr hoch. Ob ich sterbe, wenn ich jetzt da runterklatsche? Bestimmt. So. Mop, Drop, Mop, Drop. Eier ist Essen. Eier ist Essen? Essen, Essen. Essen. Eiers essen, ja. Kakaobohnen ist auch Essen. Wir haben ziemlich wenig Kohle. Zum Glück hat unser Gast schon eingewilligt, dass er mit uns in die Höhle geht. Sehr schön. Ja, habe ich nämlich schon mal angedeutet.
macht auch mit drei Leuten irgendwie mehr Spaß als nur mit zwei. Weil da hast du wirklich zwei, die prinzipiell darauf achten können und einen, der sammelt. Ja. Ah, ich sehe unser Haus. Zumal man kann dreimal so viel sammeln. Eben. Ich komme! Ist voll das Aber mal eigentlich Höhlengeräusch. hat Spaß gemacht. Ja, ne? Gerade. Heute die Aufnahme war gut. Ich glaube, das war, weil wir beide diesmal motiviert waren. Als Und die Witterung. letzten Male, ja, die letzten Male war eben halt das Problem, es ging immer etwas schief. Ja. Immer. Zu Anfang hatten wir immer so zu kämpfen und haben gesagt, gut, wir fangen, sagen wir mal, um 8 an zu Ja. aufzunehmen und dann wurde es aber immer später und immer später und dann hast du auch schon gesagt, so dass wir dann später nur eineinhalb oder eine Stunde nur Aufnahme hatten. Und das ist für den Arsch. Wenn ich das so frivol sagen darf. Ja, aber jetzt hatten wir ja auch wieder mit Hamachi. Es hat sich bei mir Ja, geupdatet und dann ging das nicht mehr auf. Voll die Scheiße. also es ist, normalerweise zieht sich das immer so ganz lange, weißt du? Ja. Oh, 18 Kohle habe ich. Doch noch irgendwo geholt. Ja, es sind auch noch welche in den Öfen. Da, ja, also es war jetzt diesmal so, es war eine Kleinigkeit zu meckern, aber wir wollen uns jetzt auch mal nicht zu sehr echauffieren, ne? Ja. Sonst ging's ja. Jetzt werde ich aber auch ein bisschen müde. Ja, das ist jetzt auch schon Mitternacht. Echt? Ja, es ist 0 Krass. Uhr. Da haben wir heute richtig viel aufgenommen. Das reicht erstmal ein Weilchen. Wie schön. Jetzt bist du zufrieden, ne? Ich nehme mal hier die Kohle überall aus den Öfen, wo ich noch welche finde. Ich sortiere noch meine Sachen ein und dann können wir von mir aus, wenn du möchtest, beenden. Jo. Naja, aber es hat sich diesmal wirklich schön gelohnt. Es hat diesmal auch wirklich Spaß gemacht. Und wir hatten eben halt nicht so viele Probleme wie sonst. Ja. Noch Schön, in dass ihr meiner alle Tasche kommt. zugeguckt habt. Seid gerne auch weiterhin eingeladen, Ja. uns beim Failen zuzugucken. So, Jo, lass mal Pilze ist, glaube eben ich, noch, jetzt. obwohl nee, Ja. schlafen gehen tun wir eher nicht, weil irgendwie vergeht trotzdem immer Zeit, auch wenn ich den Server direkt ausmache. Ja? Ja. Okay. Ja, wie Müsste mal gesagt, ich packe hier noch Bücherregale hier mein. hinstellen noch. Ah Dann ja, hätten wir lass den mal eben Bambus noch ein mitnehmen. paar Kürbislaternen basteln. Mach ich mal Mach eben. du mal. Ich werde hier noch mal ein bisschen Ah, meine danke Taschen leeren. dir. Ich habe so viel Scheiß immer mit. Ich sammle auch jeden Müll ein. Ist nicht das Schlechteste. Yay, 8 Kürbislaternen. Die verteile ich mal so vorm Haus und so. Holz. Shop ja jetzt auch hier Dingskirchen hier. Weiß denn das? Tropenholz? Hier ist ein Zombie. Oh, ein Baby-Zombie. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Der war gerade so weit weg und jetzt ist er so nah. Mann, ey, ich sollte mal mein Schwert nehmen. Jetzt geht er ja gar nicht tot. Ich renn weg. Das Bett mache ich auch mal bei Werkzeug rein. Kannst du vielleicht noch Bücherregale basteln? Weiß ich jetzt gerade nicht, wie das geht. Jo, da hängen erstmal 5 Zombies hier vorm Haus. Ich wollte doch nur ein paar Laternen aufstellen. Hörst du, wie die alle rumscheppern? Ich höre nichts. Das weißt du Achso, doch. ja. Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das? Also schlafen gehen können wir auf keinen Fall. Du kannst nicht sagen, dass wir Monster in der Nähe. Ja, na gut, dann hören wir mal an dieser Stelle auf. Mein Gott, nerven die Viecher. Gut, dass du nichts hörst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem Special Gast.
den bestimmt schon jeder erraten hat, aber ist egal. Nächste Folge ist ein Gast dabei, wir werden in eine Höhle gehen. Wenn euch das nicht interessiert, dann guckt in 5 oder 6 oder 10 Folgen nochmal nach. Ne? Jo. Willst du noch was sagen? Dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.